Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Minecraft Live in the Woods. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, warum stehen wir im Keller? Ich habe was gemacht. Und zwar habe ich das gemacht, was ich schon lange angekündigt hatte. Ich habe ein bisschen meine Kisten aufgeräumt. Und zwar habe ich jetzt alles hier so einsortiert, soweit es ging. Habe jetzt aber in den Kisten immer noch was. In der Kiste sind jetzt immer Steine, die ich noch nicht zugeordnet habe, wie zum Beispiel Wolle und sonstiges, weil das einfach alles verstopfen würde. Das können wir nach und nach mal einsortieren, wenn irgendwann die Kisten, wenn die Wände irgendwann voll sind mit diesen kleinen Dingern. Hier habe ich so eine kleine Reise- und Arbeitskiste fertig gemacht. Das heißt also, das sind Sachen, die man im Zweifelsfall immer braucht, wenn man mal irgendwie gestorben ist oder wenn man mal eine Reise tut. Ein paar Pfeile, wenn wir irgendwann mal einen Bogen haben. Na, wenn ich jetzt gestorben bin zum Beispiel, dann packe ich am besten meine Rüstung wieder ein, das Schwert hier, und gucke, dass ich so schnell wie möglich wieder an meine Rüstung komme. Bisschen was zu essen, falls ich mal sterbe und mein Essen weg ist und sonstiges. Also alles, was eine schnelle Reise wieder begünstigt. Hier haben wir so ein bisschen das Gartenzeug. Hier haben wir so Sachen, die wir ja unter anderem auch an die Wand hängen können. Hier aus dem Garten die weißen Rosenblätter, ein paar Baumsetzlinge, Pilze, all sowas. Im Zweifelsfall kann man das auch alles in den Komposter tun. Und hier haben wir so diese Kiste für alles. Alles, was irgendwie, wo ich keinen Sinn drin sehe. Wir haben ohne Ende von diesem Resin, was auch immer, was wir nicht brauchen. Wir haben Feuer, was wir nicht brauchen. Das ist alles so Zeug, wo ich mir so denke, kann man jetzt nicht so unbedingt gebrauchen. Da sehe ich übrigens gerade Gold in unserem Ofen. Das sollten wir auch nochmal eben kurz rausnehmen. Hier auch noch irgendwas drin? Nein. Und ansonsten habe ich hier auch ein bisschen was neu angeordnet. So die wirklich wichtigen Sachen hier mal hingepackt. Hier drüben sind immer noch diese ganzen Holzsachen, ne? Also die einzelnen Holzblöcke. Das würde ich auch gerne nochmal ein bisschen umsortieren irgendwann. Und hier halt die ganzen Steine, Glas, sonstiges. Ich sehe gerade, dass hier, glaube ich, ein Obsidianstein drin ist. Und ein Obsidian haben wir aber hier schon. Das heißt also, den können wir auch genauso gut da reintun. Dann haben wir nämlich schon 3 Obsidian. Ist auch schön. So, also ihr seht, ich sage nicht immer nur, ich tue auch mal was offscreen, sondern ich tue das tatsächlich auch. Eine andere Sache ist, ein Wunsch aus den Kommentaren von der lieben Jane, dass ich doch endlich mal nach diesem Spawner gucken gehe, den ich übrigens schon komplett vergessen hatte. Achso, ich wollte eine Schaufel mitnehmen. Der war aus meinem Kopf komplett gelöscht, aber die Jane, die ist immer sehr, sehr aufmerksam und deswegen hat sie mir gesagt, hier, guck mal, achso, übrigens hier unten, ne, so alles schön sortiert, von Schlechteste nach oben hin zum Besten, das heißt also hier unten eine Holzschaufel, da dann eine Eisenschaufel, hier eine Steinspitzhacke, da eine Eisenspitzhacke, hier 2 Steinschwerter, da eine Eisen und so weiter und so fort. Ich nehme einfach jetzt beides mit und ja, die Jane ist immer sehr aufmerksam und kann sich Sachen gut merken und die weiß, dass da vorne irgendwo ein Spawnerplatz war. Am Dorf, und dem müsste man relativ leicht auch tatsächlich sehen, dadurch, dass der sehr markant auf der Minimap zu sehen ist. Dadurch, dass er einfach, das ist ja nicht schön hier, ne? Das müssen wir gleich mal, also den Weg in die Stadt müssen wir aber auch gleich mal eben schön machen hier, ne? Wartet mal kurz, das machen wir unterwegs. Klack, 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 damit man sofort hier, klack, klack, klack. So machen wir das, dann brauchen wir den... Was? Warum habe ich denn nur 2 Kies bekommen, obwohl ich 3 abgebaut habe? What? Ihr verarscht mich. Ich werde von dem Spiel verarscht. Das Spiel zerstört mich. Es verarscht mich, wo es nur kann. Müssen wir gleich mal gucken. Da fehlt dann jetzt noch einer. Not so funny. So, das können wir doch mal eben machen. Wenn wir eh schon mal hier sind, ne, können wir ja schon mal. So, und jetzt gucken wir mal auf die Minimap. Gehen wir einfach mal hier so den Weg lang und schauen. Ich würde ganz gerne, wenn wir gerade hier einmal schon den Weg abgehen, dann können wir auch mal eben kurz hier diese Unebenheiten. Ich sehe es auch schon, glaube ich, auf der Minimap. Oh, das müssen wir alles abbauen. Ich glaube, da, wenn man da so mal hinguckt, da müsste es sein. Und zwar hier irgendwo in dem Bereich. Treibsand, mitten hier vor dem Dorf. Auch nice. Das ist es. Hier irgendwo drinnen muss ein Spawner sein. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Klügste, was ich hier gerade tue. Dass ich jetzt hier so reingehe, kurz bevor es Nacht wird. Aber, oh, moin.
Ich weiß nicht wo, deswegen brauchen wir jetzt einfach mal... Und Sand kann ich eh immer gebrauchen. Wo ist meine Schaufel? Baue ich jetzt hier einfach mal ein bisschen was ab. So. Ups. Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Hallo? Hallo? Hab ich hier schon mal gebuddelt? Kann es sein, habe ich schon mal nach dem Spawner gesucht? Sind wir uns alle sicher, dass es überhaupt einen Spawner gibt? Weil irgendwie sieht das gerade so aus... Oh, guck mal, da können wir uns mal eben einen Kies mitnehmen. Für den Weg, der uns... Da fehlt uns einer. Irgendwie sieht das gerade so aus, als ob ich hier schon mal nach dem Spawner gebuddelt hätte. Kann das sein? Habe ich schon mal nach dem Spawner gesucht hier? Oh, hallo. Voll das Höhlensystem hier. Aua. Aua. Hör auf. Aua. Mal eben kurz was essen hier. Wir sind hier voll in der Höhle gelandet. Ist das richtig? Ist das das, was wir wollten? Wollten wir in der Höhle landen? Ich glaube nicht. So ein Zombie angelaufen. Aber wir haben hier voll die Höhle gefunden. Habe ich diese Höhle schon mal gefunden? War ich schon mal hier? Habe ich diesen Spawner schon mal... Ist der vielleicht sogar schon abgebaut? Ich bin verwirrt. Tatsächlich. Hallo? Oh, hi. Ist das klug, falls hier noch ein Spawner ist, hier gerade durch diese crazy Höhle zu rennen? Und wo ist der Ausgang? Ich glaube da. Hey. Achso, war nicht hier. Hey! Ja, jetzt kann ich mich mit dem Sand wieder hochbauen. Okay. Da ist schon mal eine Kiste. Und da waren wir definitiv noch nicht dran. Drei Eimer. Kiparis-Sitzling, zweimal Brot und ein neuer Sattel. Ja, okay. Dann schauen wir mal weiter nach einem Spawner. Der müsste ja genau... Hi! Skelett gespawnt. Ich befürchte, ich weiß, was für ein Spawner hier stehen wird. Da ist er auch. Und ja, es ist ein Skelett-Spawner. Gut, aus dem lässt sich natürlich jetzt was machen, ne? Wenn wir den schon mal hier in so einer Kuhle haben, dann ließe sich ja tatsächlich eine Art Monsterfalle daraus bauen, oder? Weil das wären Pfeile und Knochen, die wir hier sammeln können. Hallo? Hi! Hi! Ist jetzt aber auch gut, ne? Das wären Knochen und Pfeile, die wir hier sammeln könnten. Die Kiste hätte ich vielleicht stehen lassen sollen. Weil da könnten wir dann immer alles reinschmeißen. Und das kann ich mal so als Dings lassen. Da wird mich ja dann bestimmt die gute Jane dran erinnern, falls ich mich irgendwann frage, warum da noch Sand ist. Weil da geht es zu einer Höhle runter. Und wir bauen uns jetzt einfach hier irgendwie so einen Weg raus, würde ich sagen. Hi. Wir bauen uns so einen Weg hier raus jetzt. Wir müssen ihn aber irgendwie so bauen, dass die natürlich nicht hinter uns... Aua! Herkommen. So, und dann machen wir hier einfach zu, würde ich sagen. Klack, klack, klack. Und dann... Könnten wir das ja theoretisch so, 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 so machen. Jetzt ist halt die Frage, nein, da kommen wir noch nicht dran. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall mal einen runter. Wenn wir jetzt hier... Der kann mal weggehen.
Nein, komme ich immer noch nicht dran. Das heißt also, wir müssen noch einen runter. Das heißt, wir müssen da und da noch einen abbauen. Und da auch. So kämen wir dran, aber so schießt er jetzt von da hinten natürlich auf mich. Das ist natürlich ziemlich doof. Was ist... Passt auf, wir machen das anders. Was ist, wenn wir uns sowas bauen wie... so eine Art... Aber dafür brauchen wir Stein. Dafür brauchen wir massiven Stein. Hier unten drunter. Schupp, schupp. Au, jetzt bin ich wieder in dieser komischen Höhle drin. Das war nicht der Plan. Was ist denn, wenn wir... Nehmen das mal noch weg hier und das hier auch. Ups, da ist schon wieder komische Höhle. Haben wir diesen Sandstein jetzt nicht? Nee, da haben wir Sand. Da haben wir Sandstein. Genau, perfekt. So, was ist, wenn wir jetzt hier Sandstein hinmachen überall? Dann kann uns ja hier schon mal nichts mehr passieren. Und jetzt hätte ich gerne noch... Irgendwo da Sandstein. Ah, fuck. Das klappt so nicht. Hier auf der Ebene brauchen wir Sandstein. So. Dann können wir hier die Ebene nämlich wegnehmen. Ah, wir sind aber noch zu hoch. Okay, das heißt also, wir müssen noch ein bisschen runter. Hallo? Ihr müsst jetzt mal weggehen, ne? Und zwar habe ich was vor. Relativ simpel. Ich möchte mir sowas bauen, dass ich hier, ach, das muss weg. Das muss auch weg. Erstmal hier zu machen. Damit die nicht weiter auf mich drauf schießen. Sandstein. So, brauche ich jetzt Sandstein. Eine Ebene. Na, ich Idiot, ey. Jetzt muss ich gerade wieder gucken. Ich glaube doch... Ist das nicht schon die... Nee, das ist ein zu hoch, glaube ich, ne? Hier wäre gut. Das ist natürlich trotzdem ein bisschen assi so bei Skeletten, weil die halt eben schießen können. Schießen die sich gegenseitig kaputt, das finde ich auch nett. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, habe ich hier irgendwas Sand haben wir zum Auffüllen. Dann lasst uns das tun. Wir füllen jetzt hier wieder auf und da auch. So. Okay. Oh, hi. Das ist jetzt scheiße. Und hier muss auch auf jeden Fall Sand hin, ganz normaler. Oho, hallo. Mal eben kurz so kaputt machen. So, jetzt können die nämlich eine Etage hochlaufen. Und dadurch, dass die eine Etage hochlaufen, habe ich dann den Vorteil, dass die dann nicht direkt schießen können. Komme ich denn da drauf, wenn ich... Ja, damit baue ich mir jetzt mein eigenes Dings kaputt. Das ist ja auch geschickt gewesen. Hat er wieder geschickt gemacht, ne? Hat er wieder geschickt gemacht. So, dann müssen wir hier jetzt eine Treppe hochbauen. Klack, klack. Okay. Ist ja gut. Jetzt habe ich auch keine... Gark! Gark! Jetzt habe ich auch keine Dings mehr. Okay. Warum zum Teufel läuft jetzt hier Wasser rein? Nein! Ist doch nicht euer Ernst, ey. Arg. Klappt trotzdem noch nicht.
nicht, wir müssen noch einen. So, jetzt aber, ne? So sollte es doch klappen. So kann ich doch hier runterlaufen. Schwupp. Okay. Genau. Und wenn es dann wieder Nacht wird... Obwohl, warte mal. Theoretisch, ne? Kann ich doch das auch oben zumachen? Und dann sollten die doch den ganzen Tag spawnen, oder? Wie stelle ich denn Sandstein her? So? Ist das Sandstein? Das ist Sandstein. Das ist Sand, das ist Sand. Dann machen wir das so und so und so. Dann habe ich 24 Sandstein. Jetzt schauen wir mal. Lass uns das mal anders machen. Ich hätte gerne schon hier noch normalen Sand. Und wie mache ich das? Fange ich dann hier an, so, dass ich hier noch normalen Sand... Kann ich nochmal einen Sand haben, bitte? Von euch vielleicht? Darf ich mir hier nochmal einen Sand klauen? So, okay, dann ist hier dicht. Wenn wir das nämlich jetzt geschickt machen, dann sieht das nämlich gar nicht so aus, als ob hier irgendwas wäre, sondern... So, okay, passt up. Passt up, wie wir das machen. Wo ist mein Sandstein? Der Sandstein kommt auf die Ebene. Lapp, lapp. Lapp, lapp. Lapp, lapp. Schubi, de du, 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 wapp. Nein! It was badly wrong. Egal. Auf der Ebene befinden wir uns, ne? So, so. So, so. So. Und so. Und so, so, so. Oh, jetzt habe ich keinen Sandstein mehr. Ich gehe kaputt, ey. Und keine Dings. Ich gehe richtig am Stock und keine Schaufel. Was soll denn der Kack jetzt hier? Ja, wir machen das jetzt mal eben. Der Plan ist gut. Der Plan ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Mobfarm. Und mit der Mobfarm haben wir einfach immer Pfeile. Das ist voll gut eigentlich. Aua, aua! Hör doch auf, ey. Gib mir mal nochmal 10 dazu hier. Und ihr wisst ja, ne? Immer die Gegebenheiten des Natürlichen belassen, ja? Also nicht so bauen, dass es total doof aussieht. Niemals, niemals doof abbauen. Immer so abbauen, dass man das Gefühl hat. Könnt ihr aufhören, mich alle zu pieksen, ihr Scheißpflanzen? So, wie viel haben wir? 48. Gut, gut. Jetzt hätte man da unten drunter noch Treibsand legen können. Das wäre auch richtig fies gewesen, auf jeden Fall. So, dann, so. Haben wir nochmal 10 Sandstein. Das sollte aber immer noch nicht reichen, leider. Ah, da fehlt immer noch was. Ich baue mir noch mal ein wenig Sand ab, weil jetzt eh schon 19 Minuten rum sind und ich das jetzt noch eben zu Ende machen möchte. Gerne. Gerne, gerne würde ich das jetzt hier noch zu Ende tun. Hätte ich voll Spaß dran, wenn wir das noch zu Ende tun könnten. Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? 36. Das Ding ist, wir brauchen ja auch noch was, um das oben dann zu verkleiden. Hätte ich Spaß, wenn das heute noch fertig werden würde. Unsere improvisierte Mobfalle. Schala. Komm schon. Gib mir Stein. Gib mir Sand für Sandstein jetzt. So, das ist böser Treibsand. Guck mal eben. Essen hier. So, weil dadurch, dass da Sonne reinscheint, wird es da halt nicht
dunkel genug. 1, 2, 3, 4. Sehe ich das richtig? Bestimmt, ne? 1, 2, 3, 4. Gucken wir mal, ob ich mich jetzt auch nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Und dann können wir das nämlich hier oben noch einmal schön... wieder dicht machen. Ah, reicht das schon? Reicht das schon? Kriegen wir das hin? Ja, nice. So. Wie gesagt, immer die natürliche Struktur erhalten. Und dann können wir hier runtergehen. Das könnten wir noch zumachen hier. Aber ich habe jetzt nichts mehr zum Zumachen, ne? Wir könnten ein bisschen normale Erde nehmen. Egal, Hauptsache wir haben irgendwas. Klack und klack. So, und dann sollten hier die ganze Zeit Monster spawnen, die uns angreifen. Yay! Voll cool. Dann geht man hier so ein Stück zurück und dann kann man wieder angreifen. Komm mal! Ist jetzt nicht... ist definitiv nicht die coolste Monsterfalle. Vielleicht sollte man nochmal was anderes machen. Und zwar... sollte man vielleicht tatsächlich... eine Etage tiefer gehen noch oder zwei Etagen. So. Und das vielleicht eher so von unten angreifen lassen. Ist das klüger vielleicht? Ich denke schon. Aua. Aua. Oh, oh. Hi. Nini. Komm. Stein oder sowas? Erde? Irgendwas, was nicht runterfallen kann? Okay, danke. So, ich glaube, dass das jetzt sogar noch klüger wäre, wenn wir das so und so machen. Und so und so. Weil jetzt können die hier nicht mehr durch. Ah, die schießen immer noch. Vielleicht... noch so? Ja, jetzt kommen die nämlich hier hin. Dann kann ich die hier kaputt machen. Und kann dann direkt hier auch looten. Und dann hätten wir aber die Kiste tatsächlich anders stellen sollen. Wartet mal, wir sind mal kurz mutig. Dann gehen wir eben die Kiste holen. Klack. Tschüss. Tschüss. So. Und dann machen wir das nämlich so, dass wir uns da und da mal eben so ein kleines Ding bauen. Und dann können wir die Kiste da unten reinstellen. Hm. So, und da können wir dann immer alles reinlegen, was die hier so fallen lassen. Klack, klack. Und schon haben wir nämlich auch einen Bogen mit Stärke 1 sogar. Nice! So, und dann können wir nämlich hier einfach immer alles reinlegen, was die so droppen lassen. Hier gibt es auch Fäden, wunderbar. Ja, super, finde ich voll gut. Okay, Monsterfalle gebaut. Yay, okay, und das in nur 23 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Monster, sind da zu sehen und ein paar Videos auch. Und ich sag wie immer... bis denne!